Rationales Verhalten ist also das Verhalten, bei dem das Richtige getan wird. Das, was Zielerreichung im Mittel maximiert, gegeben die zur Verfügung stehende Information. Einstein hat gesagt, dass er keines seiner Entdeckungen jemals gemacht hat, mit Hilfe rationalen Denkens. Was er natürlich meint, ist dieses rationale Denken, Logik. Was wir meinen im Rahmen dieses Kurses ist etwas anderes. Wir meinen den pragmatischen Weg, um das zu erreichen, was das Ziel von KI ist, nämlich komplexe Anwendungen zu lösen mit dem Computer, für die normalerweise man den Menschen braucht, um damit umzugehen. Sehen, hören, verstehen, handeln in der echten Welt. Was bedeutet das? Wir werden im Rahmen dieses Kurses von sogenannten Agenten reden. Agenten ist eine Abstraktion für ein Ding, ein Roboter, eine Software, vielleicht auch nur ein Thermostat, das wahrnehmen kann, also Inputs kriegt, Sensoren hat und daraufhin handelt, also Aktuatoren hat. Wie macht es das? Im mathematischen Sinne implementiert der Agent eine Funktion, die mappt, die abbildet von Wahrnehmungen auf Handlungen. Eine Funktion f, die abbildet von der gesamten Historie der Handlung auf Actions. Rational ist der Agent, weil er für eine gegebene Klasse von Environments und Tasks derjenige ist, der die beste Leistung zeigt, anhand eines konkreten Maßes, was wir definieren müssen. Ohne Leistung messen zu können, können wir kein rationales Handeln erzeugen, weil wir keinen Maßstab haben, um das zu messen. Was ist das gute Handeln, das Richtige? Und worum geht's? Hier steht es im Untertitel dieses einen Lehrbuches zur KI: um Strategien und Strukturen für die Lösung komplexer Probleme. Warum ist das ein Problem? Komplexe Probleme kann man mit Hilfe von Optimierungsmethoden lösen. Das wird in vielen Fachbereichen gemacht. Was ist speziell KI an der KI, an diesen komplexen Problemen? Es ist das, dass wir typischerweise gegeben die optimale Lösung, die bestmöglich denkbare, theoretisch, dass wir da typischerweise an ganz harte Limite stoßen, was unsere Rechenkapazität angeht, was unsere Speicherkapazität angeht und dass wir damit perfekte Rationalität gar nicht verfügbar haben. In der KI geht es also um Probleme, die in dem Sinne komplex sind, dass sie A, normalerweise vom Menschen gelöst werden und B, wir sie nicht perfekt lösen können anhand der optimalen Verhaltens. Es geht also in der KI darum, ein Programm zu designen, was das bestmögliche Programm ist, gegeben die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Und das sind typischerweise Computational Constraints, Beschränkungen in der Rechenkapazität, in der Speicherkapazität. In der KI haben wir es also ständig damit zu tun, Lösungen zu basteln, die gut funktionieren, obwohl sie nicht optimal sind, aber möglichst nah rankommen. Damit haben wir definiert, um was es uns im Rahmen dieses Kurses geht. Rationale Agenten lösen komplexer Probleme unter beschränkten Ressourcen. Gucken wir uns eine kurze Geschichte dieses Fachgebiets an. KI ist ein wichtiges Teilgebiet der Informatik. Das ist, wie wir es in diesem Kurs angucken werden, eine der Säulen der Informatik, neben der theoretischen Informatik, der Softwaretechnik, der praktischen Informatik, der hardwarenahen Informatik und so weiter. Aber auch als Fachgebiet der Informatik steht KI nicht für sich selbst und ist nicht von null auf entstanden, sondern baut auf viele, viele Erkenntnisse in verschiedenen Disziplinen auf. Gehen wir da kurz durch. KI baut auf philosophische Konzepte auf. Die Logik haben wir schon gesehen. Die Vorstellung, dass auch das menschliche, das biologische Denken letztendlich auf einer physischen Hardware läuft, die man modellieren kann, die man nachbauen kann, die man vielleicht sogar als Modell nehmen kann, um Rechenmaschinen zu bauen. Gleichzeitig die Grundlagen von, was ist überhaupt Lernen, was ist Sprache, was ist Rationalität, sind Dinge, die aus der Philosophie kommen und die einen wichtigen Teil des Fundaments in der KI ausmachen. Nächster Teil, die Mathematik. Wofür ist Mathe wichtig? Mathe ist unglaublich wichtig. Überall in der Informatik, speziell in der KI. Warum? Weil sie uns ermöglicht, komplexe Sachverhalte, die so komplex sind, dass es schwierig ist, sie nur mit Intuition zu folgen, formal zu repräsentieren. Das heißt, so aufzuschreiben, dass es im besten Fall keine Intuition braucht und jemand anders, der das liest, genau das versteht, was ich gemeint habe. Dafür hilft uns eine formale Sprache und formale Repräsentationsmöglichkeit. Und es bietet die Möglichkeit, Sachverhalte zu beweisen. Wenn es formal aufgeschrieben ist, können wir sie beweisen und widerlegen. Wir nehmen die Mehrdeutigkeit der natürlichen Sprache raus. Beides hat seinen Vorteil, by the way. Wir brauchen die natürliche Sprache, wir brauchen die Intuition,
Aber gerade wenn es komplex wird und Dinge am Ende funktionieren müssen, ist es wichtig, Sachen ganz genau rüberzubringen, präzise formulieren zu können, eventuell beweisen zu können. Die Prinzipien der Berechenbarkeit, was kann ich überhaupt berechnen, was kann ich nicht mehr berechnen, wie komplex sind Dinge, Sachen, die wir schon gehört haben in Algorithmen und Datenstrukturen, sind in der KI sehr, sehr wichtig. In dem Sinne können wir KI als eine Fortführung oder Anwendung von Algorithmen und Datenstrukturen, dem Grundlageninformatikfach sehen. Und natürlich die Wahrscheinlichkeitstheorie, das Umgehen mit Ungewissheit ist von großer Bedeutung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Fachgebiet der Psychologie liefert uns relativ viel, weil es letztendlich die Wissenschaft ist vom menschlichen Verhalten und zum Stück weit, wie der Mensch tickt, von außen aus gesehen. Was wir als größtes Erbe aus der Psychologie rausnehmen, ist die Erkenntnis, wie können wir in den Fällen, wo wir nicht formal beweisen können, wissenschaftlich korrekt vorgehen, indem wir empirisch vorgehen, indem wir Experimente machen, die wiederholbar sind. Und die uns zu gesicherten Schlussfolgerungen führen, obwohl es letztendlich nur Beobachtungen sind und keine formalen Beweise. Das ist zuerst gemacht worden in der Psychologie mit kontrollierten Experimenten im Bereich des Behaviorismus. Also, wir kennen das Konditionierung von Hunden zum Beispiel. Man gibt ihnen was zu fressen, wenn sie irgendeine Aktion vollbringen und irgendwann merken sie, die Aktion ist verknüpft mit Fressen, mit Belohnung, die Aktion ist gut und zeigen dieses Verhalten auch sonst. Sowas kann man nicht formal beweisen, man kann es aber experimentell nachweisen. Und auf dieser experimentellen Methodik baut ganz viel in der KI auf, ganz besonders im Machine Learning, wo wir eigentlich nur experimentell zeigen, funktioniert eine Idee, funktioniert ein Modell oder ist sie unbrauchbar. Letztendlich lernen wir auch von der Ökonomie, von den Wirtschaftswissenschaften. Als Informatiker haben wir manchmal so den disziplinären Dünkel, dass wir auf die Wirtschaftswissenschaften hinuntergucken und sagen, bla bla Marketing, oder? Und vielleicht ist das auch manchmal berechtigt, so wie es manchmal berechtigt ist, von anderen Wissenschaften auf uns als Nerds herabzublicken. Was können wir von der Wirtschaftswissenschaften lernen? Die formale Theorie rationaler Entscheidungen, formuliert in der Spieltheorie von John Nash, Sie kennen den Film A Beautiful Mind, kommen aus den Wirtschaftswissenschaften raus. Wie verhalten sich formal gesehen Gruppen von Individuen oder Individuen in einem kompetitiven Environment. Was ist optimales Verhalten? Wie sollte man sich verhalten, um eine Zielerreichung zu maximieren? Das sind Dinge, die in der Ökonomie das erste Mal griffig formuliert wurden und auf denen wir enorm viel aufbauen können. Ein Kollege von mir an der Uni Venedig, der dort tolle Arbeit im Bereich Machine Learning macht, baut das allermeiste seiner Arbeit auf die Spieltheorie auf und versucht, diese Prinzipien anzuwenden auf bestimmte Machine Learning-Verfahren. Die Linguistik liefert uns die Grundlagen für das Verstehen natürlicher Sprache, geschriebener Sprache und per Implikation auch gesprochener Sprache, die wir zuerst in Schrift übersetzen, bevor wir sie per Computer überstehen können. Aus den Neurowissenschaften, das haben wir vorhin schon gesehen, haben wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse über, wie funktioniert die biologische Hardware für Denken. Und letztendlich bauen wir auf und haben teilweise auch ähnliche Forschungsfelder wie die Steuerungstheorie, Control Theory, also alles, was im Bereich des Maschinenbaus, der Mechanik damit zu tun hat, Systeme zu steuern, zu kontrollieren, Steuerung zu bauen. Das Wort Kybernetik kommt aus der Control Theory. Die Idee, eine Zielfunktion zu optimieren, kommt aus der Optimierung, ist das, was wir im Machine Learning typischerweise machen. All das liefert uns die Grundlage, auf der KI aufbaut, gedankentechnisch, ideell und hat dazu geführt, dass KI eines der stärksten Bereiche der Informatik geworden ist, als Säule innerhalb dieser Disziplin, Computer Science, und hat dazu geführt, dass als man immer weiter versucht hat, die Grenzen des Machbaren bei diesen komplexen Problemen herauszuschieben, dass ganz viele Dinge entwickelt wurden aus KI-Forschungsprojekten raus als Nebenprodukt letztendlich, die heute total typisch sind in ganz anderen Bereichen der Informatik. Was können wir hier herausnehmen? Die Idee, Multiprocessing auf einem Einprozessorsystem zu machen über Timesharing, interaktive Interpreter beim Programmieren, grafische Oberflächen, Mäuse, alle Arten von Programmiersprachen, Paradigmen sind letztendlich im Bereich von KI-Projekten angewendet worden. Warum? Weil es dort darum ging, Grenzen zu pushen, die Grenzen des Möglichen mit der Maschine, und dazu hat man neue Werkzeuge gebraucht. Gehen wir ein bisschen weiter ins Detail KI. Eben haben wir alle Felder angeguckt, von denen wir profitieren. Jetzt gehen wir in die Geschichte, und zwar in eine gekürzte und sehr zusammengeschnittene Geschichte von KI als Fachgebiet.
Genaueres kann man nachlesen, wenn man möchte, im online frei verfügbaren Buch The Quest for Artificial Intelligence von Nielsen. Wo ging es los? Ich möchte nur ein paar Dinge rausgreifen. Man kann als Erzeugungsakt sozusagen der KI den 1950er Aufsatz von Alan Turing, Computing, Machinery and Intelligence, sehen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, im Teil 1 der Vorlesung. Was die nächsten fast 15 Jahre lang passiert ist, sind ganz viele Experimente, man könnte fast sagen randomly, die sich solche komplexen Probleme rausgepickt haben und erste Lösungen demonstriert haben, die heute noch als Grundlagen für vieles, was darauf aufbaut, gelten. Gameplaying. Vor wenigen Jahren haben wir diese fantastischen Atari- und Go-Papers von Google DeepMind gesehen, die bauen auf Ideen auf, die damals das erste Mal demonstriert wurden. Die ersten Machine Learning-Systeme wurden im Bereich Games in dieser Zeit geschrieben. Das Checkers-Programm, Dharma-Programm von Arthur Samuel, war aus den 50ern. Wenn Turings Aufsatz die Zeugung war, dann war der Dartmouth-Workshop 1956 die Geburtsstunde der KI. Es war ein Workshop, wo unter anderem diese noch lange aktiven Herren einen Sommer lang zusammen waren, sich solche Projekte rausgesucht haben und am Ende innerhalb dieses Meetings darüber berichtet haben, was kam dabei raus. Und es muss ein faszinierendes Meeting gewesen sein, weil alle großen Probleme, alle Subfachgebiete der KI vorweggenommen wurden und unglaublich faszinierende und zukunftsweisende Lösungen gezeigt wurden. Am Ende dieses Meetings wurde versucht, war Konsens da, das ist ein neues Fachgebiet, das ist ein neues Feld, das wird zukünftig wichtig sein, wie wollen wir das nennen? Es gab, so wurde später berichtet von einem der Herren, die dabei waren, zwei Begriffe, über die abgestimmt wurde, die quasi das Rennen gemacht haben. Das eine war, was wir heute haben, Artificial Intelligence. Klingt super sexy. Das zweite war Complex Computer Applications, komplexe Computeranwendungen. Und der dann berühmte Professor hat in den 90er Jahren in privater Runde auf einer KI-Konferenz mal gesagt, man möge ihnen vergeben, sie waren jung. Komplexe Computeranwendungen wäre der bessere Begriff gewesen. Er hätte die vielen Ups und Downs, wir sehen es hier, KI-Winter, Zeiten, in denen KI quasi ein Nichtwort war. Man konnte als Forscher nicht ernsthaft sagen, man betreibt KI, sonst hat man nie wieder Geld bekommen und ist auch nicht mehr ernst genommen worden. Es hätte diese Zeiten eventuell nicht gegeben, die durch großen Hype riesige Erwartungen ausgelöst haben und dann konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden in der Öffentlichkeit und das Ansehen ging total nach unten, Funding ging nach unten, Geld ging nach unten, Interesse ging nach unten und es war kaum möglich, wissenschaftlich zu überleben. Das haben wir zweimal offiziell gehabt. Um die 2000er herum war es so ähnlich. Ein bisschen was davon habe ich hier in der ZHAW mitgekriegt, als ich 2013, 14 gesagt habe, wir bräuchten in unserem Informatikstudiengang doch einen KI-Kurs. Hieß es, ach, das ist doch alter Kram aus den 80ern, kein Mensch interessiert sich dafür. Es hat einiges an Überredungskunst gebraucht, den Kurs überhaupt mal als Curriculum entwickeln zu dürfen und vorstellen zu dürfen. Und bis dahin ist aus völliger Ablehnung in der Bevölkerung, unter anderem durch was Facebook und Google so mit KI an Sachen vorzuweisen hatten, an interessanten Durchbrüchen, ist wieder ein Hype entstanden. Und als der Kurs das erste Mal vorgestellt wurde, wurde er von fast allen gewählt. So schnell kann es gehen zwischen AI Winter und KI Hochsommer. Das haben wir ein paar Mal gehabt und ich denke, das liegt daran, dass so ein Begriff wie Artificial Intelligence ein Stück weit Overselling betreibt. Es ist nicht intelligent, es löst komplexe Computerprobleme. Wenn dabei Intelligenz rauskommt, ist das sicherlich ein netter Nebeneffekt, den viele gerne hätten. Aber arbeitet man wirklich daran? Man arbeitet eigentlich daran, komplexe Computerprobleme zu lösen, für die es normalerweise menschliche Intelligenz braucht. Das ist der einzige Lösungsmechanismus, den wir bis jetzt kennen und das wollen wir künstlich angehen. Ob die Lösung nachher intelligent zu nennen ist, wird eigentlich nur impliziert, ist aber tatsächlich nicht gemeint. Wir gehen mal weiter durch. Neuronale Netze, das, was heute den KI-Boom wieder ausgelöst hat unter dem Begriff Deep Learning, gibt es schon seit Anfang an quasi. Zwischendurch waren Expertensysteme sehr in. Das sind auf Logik und Wissensmanagement basierende Systeme, denen man quasi Fragen stellen kann. Zum Beispiel, hier sind alle die Symptome, die ein Patient hat. Was könnte seine Krankheit sein? Es wurde in Kliniken eingesetzt. Hat zu einem großen Boom auch in der Industrie, in der anwendungsnahen KI-Einsatz geführt, hat aber am Ende nicht das geliefert, was man sich erhofft hat. Und so wurde der nächste KI-Winter ausgelöst. Wenn Sie meine Prognose hören wollen, das nächste, was in die Richtung geht, ist der aktuelle Hype um Chatbots. Wieso? Weil Chatbots natürlich eine Sache sind im Sinne von Natural Language Processing, verstehen, mit Menschen kommunizieren können, mit der Sprache der Menschen. Das ist eine Sache, die wird seit Anfang an in der KI gemacht. Aber wenn wir das Chatbots nennen, dann denken die Leute an das, was sie bei Star Trek sehen. Hallo, Computer,
dass ich mit dem Computer reden kann, wie ich mit einem Mensch kommunizieren kann. Dass er Sarkasmus versteht, dass er meine normale Sprache versteht, dass er Implikation versteht. All diese Dinge, dass er gesunden Menschenverstand zeigt. Und so weit sind wir noch nicht. Wir können, was können wir im Bereich der Chatbots? Wenn ich meinen Kollegen glaube, die darin Profis sind. Wir können, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen sind, was ein FAQ mit 20 Fragen und den häufigsten Fragen und den richtigen Antworten darauf hat, ein Bot bauen, der eine beliebige Kundenanfrage entgegennimmt, guckt, zu welcher der 20 Fragen passt es idealerweise und die entsprechende Antwort anzeigen. Das ist so das Level, was man hinkriegt. Aber das ist nicht das, was die Menschen denken, wenn man ihnen Chatbot erzählt und sagt, ein künstlicher Agent, mit dem man reden kann. Reden ist noch schwierig. Das geht in Spezialanwendungsfälle. Alle diese Dinge sind faszinierend. Google Duplex, was automatisch einen Friseurtermin bucht, ist faszinierend. Aber ich bin mir sicher, da steckt einiges spezifisches Engineering dahinter, damit genau der Anwendungsfall mit Friseurtermin buchen gut funktioniert. Ups und Downs, ausgelöst durch letztendlich Begriffe, die fast nur missverstanden werden können von Laien, die nicht in dem Fachgebiet drin sind. Okay. Seit den 2010er Jahren ist Machine Learning, was eine der Möglichkeiten sind, wie man KI-Probleme lösen kann, haben fantastische Resultate gezeigt. Wir sehen gleich noch ein bisschen mehr davon. Das führt zu dem aktuell wieder existierenden Hype. Es ist also seit 2016 die KI wieder ein Buzzword. Mittlerweile schreibt jede Firma, die irgendwas mit Software macht oder überhaupt irgendwas auf sich hält, KI auf ihre Folien. Ich glaube neben Blockchain und vielleicht noch Digitalisierung. Letztendlich müssen wir damit umgehen, schätze ich, mit diesem Hype und den Ups und Downs. Was ist der Stand der Forschung in der KI? Was geht heute? Was geht noch nicht? Hier ist eine Liste, die ich nicht komplett durchgehen möchte mit Dingen, die heute schon gehen oder nicht gehen. Tischtennis spielen, fangen wir mal an. Ja, das geht. Eine Bergstraße sicher und gut automatisch mit einem Auto entlangfahren. Jawohl, kein Problem. Und hier sehen wir gleich eine Sache, die es lohnt, genauer anzugucken. Hier in Winterthur auf der Technikumstraße entlangfahren. Genauso sicher, genauso gut. Geht seit kurzem mit Erprobungsfahrzeugen, geht noch nicht zu kaufen für den Normalanwender. Warum? Weil die Technikumstraße in Winterthur deutlich komplexer ist vom Environment her, wir werden das uns in der Folgevorlesung der Woche 2 angucken, als die einsame Bergstraße, auf der im Prinzip nur ich bin und die Challenge, die das Gelände mir stellt. Der Technikumstraße habe ich andere Verkehrsteilnehmer, verrückte Dozenten, die einfach über die Straße rennen. Ich habe Mehrspurigkeit, alle möglichen Dinge, Straßenbeleuchtung, vielleicht auch verschiedene Wettereinflüsse, die ich nicht habe, wenn es mir um einen Anlass irgendwo in den Bergen gibt, wo ich mich festlegen kann auf Schnee oder Sommer oder was auch immer. Sobald die Environments komplexer werden, sobald es an die volle Komplexität geht, mit der wir als Menschen in der echten Welt interagieren, sind die Sachen für KI noch schwierig. Sobald wir Einschränkungen treffen können, kann heute mit großer Wahrscheinlichkeit ein System gebaut werden, wo viel Know-how und Engineering drin steckt und oft auch Forschung, das das komplexe Problem löst. Sobald das komplexe Problem die volle Komplexität der Welt hat, ist es noch schwierig. Wir können Demonstratoren machen, die zeigen, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, aber es ist genau für diese Lösung gebaut und es funktioniert noch nicht allumfänglich. Im Web einkaufen ist dasselbe Prinzip. Funktioniert, im Migros funktioniert nicht. Warum? Im Migros muss ich nicht nur einkaufen und wissen, wo sind die Dinge, die auf meiner Einkaufsliste stehen und was ist das auf meiner Einkaufsliste und wie sieht es aus, sondern ich muss auch damit umgehen können, dass ich eventuell als kleiner Roboter auf meinen Panzerrauten da langfahre und auf einmal läuft ein kleines Kind vor mir lang, fällt auf die Nase und ich darf nicht drüber fahren, weil man das nicht macht in der echten Welt, weil das nicht gut wäre. Das heißt wieder, Mikro-Einkauf ist ein viel, viel, viel komplexeres Szenario als einfach nur prinzipiell den Einkauf handeln, wie ich ihn online machen könnte mit einer Schnittstelle, die viel praktischer ist und viel Komplexität wegnimmt für den Computer. Spiele spielen geht, mathematische Theoreme, mathematische Sätze selber finden und beweisen. Man hat sowas gebaut, aber das waren noch nicht die ganz großen Durchbrüche von Bedeutung. Also, dass man den Computer an große mathematisch ungelöste Probleme dran setzt, er findet automatisch den Beweis, habe ich bis heute noch nicht gesehen. Vielleicht auch noch interessant. Computer können Texte generieren, zum Beispiel solche Clickbait-Artikel im Internet, wo man auf die Überschrift draufklickt, weil sie so interessant klingt, dann kommt viel Text mit noch viel mehr Werbung und eigentlich hat er null Informationsgehalt. So Zeug geht automatisch schreiben, braucht keinen Journalisten. Man kann auch Texte per Computer schreiben lassen, die unglaublich lustig zu lesen sind für uns Menschen.
Was man nicht machen kann, ist den Computer eine Story schreiben, die lustig sein soll. Warum geht das nicht? Weil Humor, das ist einer der Running Gags durch alle Star Trek Staffeln, die ich kenne, eine Sache ist, die für den Computer schwierig zu verstehen ist. Humor scheint eine der höchsten Stufen menschlicher Kommunikation zu sein. Doppeldeutigkeiten auszunutzen, kulturelle Eigenarten, die typischerweise unausgesprochen bleiben, auszunutzen. Das gesamtkulturelle Gedächtnis, wie man bestimmte Sachverhalte sieht, bestimmte Stories, bestimmte Ereignisse aus der Geschichte so zusammenzufügen, dass am Ende was entsteht, wo man sagt, oh, das war jetzt überraschend, das ist irgendwie lustig. No way für den Computer im Moment. Und noch auf einige Jahre, würde ich sagen. Was immer bedeutet, man weiß nicht, wie man es angehen soll, also schiebt man es in die Zukunft. In Realtime von Englisch in irgendeine andere oft gesprochene Sprache, ich glaube, hier steht Schwedisch, okay, ich hätte da jetzt Chinesisch hingesetzt, zu übersetzen, das hat Microsoft vor ein paar Jahren an einer Entwicklerkonferenz demonstriert. Sowas funktioniert. Nicht perfekt, aber gut genug, dass man sich damit unterhalten kann und dass man es an einer Konferenz vorführen konnte. Vor hunderttausenden Leuten online, meine ich. Gehen wir da noch ein bisschen durch. Das ist vielleicht auch noch interessant. Warum werden wir in den nächsten x Jahren keinen Haushaltsroboter sehen, der mir die Spülmaschine ausräumt? Weil das wieder ein total komplexer Task ist. Warum? Weil jede Spülmaschine, jedes Geschirr und jede Küche und wo das Zeug hingehört, anders aussieht. Weil die räumlichen Bedingungen anders sind. Weil es so viele Nebentasks gibt, die man mit betrachten müsste. Oh, ist es noch ein bisschen feucht? Muss man es vielleicht abwischen? Muss man es dafür vielleicht polieren? Ist es noch dreckig? Muss man es wieder reinräumen? Muss man Spülmaschinen Salz nachfüllen? Wie genau geht das? Was für Aktuatoren braucht man dafür? Es sind so viele Nebenbedingungen an diesem eigentlich einfachen Task, den wir gerne unseren Kindern oder jüngeren Familienmitgliedern übergeben, dass das eine Sache ist, die ich weiß nicht, ob überhaupt jemals per Roboter zu lösen ist. Per Roboter, den man am Ende als Consumer Product für wenig Geld massenhaft in den Laden stellt. Das wird sich auf absehbare Zeit nicht rechnen zu entwickeln und nicht rechnen zu verkaufen. Obwohl es vielleicht prinzipiell möglich wäre. Das wird nicht gemacht werden. Warum? Weil es keinerlei Incentive dafür gibt, das zu tun. Es wird sich finanziell nie auszahlen, also wird niemand sowas bauen. Mathematische Paper oder auch Informatik oder sonstige Papers per Computer schreiben. Sowas gibt's, sowas wurde gemacht. Sowas wurde hier und da immer mal wieder mit schöner Regelmäßigkeit auf Konferenzen eingereicht, um die Wissenschaftswelt zu schocken und zu zeigen, so gut funktioniert Peer Review. Ich würde sagen, das sind Ausnahmefälle, die aber bestätigen, dass Wissenschaftler auch nur Menschen sind, die einen Artikel nicht verstehen. Und manche sagen dann eben, dann lehne ich ihn ab, schlecht. Weil wenn es ein Computerartikel ist, dann sieht er vielleicht wissenschaftlich aus, aber er wird keinen Sinn ergeben. Das muss man im Hinterkopf mitdenken. Und andere Leute werden den Artikel reviewen und sagen, ich verstehe ihn nicht. Oh, dann scheine ich einfach zu schlecht zu sein. Dann lasse ich ihn lieber durch, bevor jemand merkt, dass ich schlecht bin. Es zeigt also mehr die menschlichen Schwächen als die der KI, dass es sowas gibt wie per Computer generierte Paper mit Unsinn drin, die an Konferenzen angenommen werden. Hier ist ein Beispiel von einem neuronalen Netz in dem Fall, was Text generiert hat. Es wurde darauf trainiert, eine Sequenz von Buchstaben, jeweils den wahrscheinlichsten nächsten Buchstaben vorherzusagen, trainiert zum Beispiel mit einem Haufen mathematischem LaTeX-Code oder mit dem gesamten C-Quellcode vom Linux-Kernel. Und das System ist ein Sequence-Learning-System, was wirklich lernt, aus einer Sequenz von Zeichen das wahrscheinlich nächste vorherzusagen. Naja, und wenn man das trainiert auf einem Haufen, also Tausenden von LaTeX-Quellcodes für mathematische Paper, dann kommt dabei was raus, was, wenn man es kompiliert, so aussieht und was, Sie sehen es hier, das ist der einzige Fehler, syntaktische Fehler in diesem Text, was sogar kompilieren würde, wenn nicht hier das Begin Enumerate mit End Lemma abgeschlossen wäre. Wenn hier steht End Enumerate, könnte man das kompilieren und wenn man das korrigiert, sieht es am Ende so ähnlich aus. Sowas funktioniert mit total simplen Methoden. Übrigens Andrei Karpathy, mittlerweile bei OpenAI, meine ich, hat fantastisch geschrieben, fantastische Vorlesungen gegeben in Stanford schon als Doktorand. Lesen Sie sich das mal durch, ist sehr, sehr faszinierend. Tolle Einführung in Recurrent Neural Networks. Der aktuelle bestehende Hype um KI wurde ausgelöst, nicht durch solche Textgenerierungssachen, sondern durch Durchbrüche im Bereich Computer Vision, maschinellem Sehen, also der Computer, der Sinn macht aus Bildeingaben. Wie zum Beispiel sowas. Das hier ist ein 360-Grad-Bild
oben auf einem selbstfahrenden Auto oder wie auch immer fahrenden Auto aufgenommen. Und hier oben sehen wir, was der Computer per Scene Understanding, Szenenverständnis daraus macht. Er labelt alle parkenden Autos, streicht genau an, wo sind Autos, packt das Label Car da dran, er labelt die Road, er labelt den Himmel, Gebäudefassaden. Er packt also Labels an Stellen im Bild und sagt, genau hier sehe ich Folgendes. Er hat ein gewisses Szenenverständnis. Hier sehen wir Bilder, die per Computer automatisch mit Text beschrieben wurden. Hier zum Beispiel ein Bild von einem Skifahrer, der automatisch generierte Text ist, A man riding skis on a snow-covered ski slope. Das passt ganz gut. Ein Mann, der Ski fährt auf einer mit Schnee bedeckten Skipiste. A man is doing skateboard tricks on a ramp. Man sieht nicht wirklich, ob es ein Man ist, aber vermutlich ist es einer. Insofern, solche Anwendungen sind das. Wir sehen es hier, das war in der Keynote der größten neuronalen Netze-Konferenz 2016. Dezember ist die jeweils Neural Information Processing Systems Konferenz. In der Keynote von Yann LeCun, einem der ganz großen Gurus im Bereich neuronale Netze. Das ist das, was den aktuellen Hype ausgelöst hat. Übrigens nicht nur passives Verstehen von Szenen, sondern auch Handeln aufgrund visueller Informationen. Was wir hier sehen, ist ein Screenshot des alten First-Person-Shooters Doom, für den mithilfe der Technik Reinforcement Learning ein Bot trainiert wurde, der als Input nur die Pixel kriegt, das, was wir als Mensch sehen würden, und daraufhin schafft, den Bot zu kontrollieren und in einem Deathmatch-Szenario seine Gegenspieler zu besiegen. Wo wir gerade bei der NIPS sind, der größten Computer Artificial Intelligence Neuronale Netze Konferenz im Moment. Es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um nochmal über Hype zu reden. Wir haben diese faszinierenden Anwendungen gesehen, gerade im Bereich Computer Vision, die uns als Menschen so nahe sind, weil das was ist, wo wir bis jetzt die einzigen Lebewesen sind, die gut darin sind, und der Computer war da nirgends, nicht ansatzweise gut. Und jetzt funktioniert das, das hat natürlich das Potenzial, einen Hype um KI zu wecken und die Leute wieder zu begeistern, sagen, ja, in der Technik steckt doch was drin, wir sollten da investieren, wir sollten mitmachen, wir sollten das lernen. Und das ist total richtig. Das Zeug ist faszinierend und man kann tolle Sachen damit machen und es wird auf die nächsten x Jahre spannend sein und viele Dinge verändern. Aber man muss vor Hype auch durchaus ein bisschen aufpassen, nämlich dann, wenn Hype blind macht. Und da passt eine Story dazu, die an derselben Konferenz abging. Während also Yann LeCun dort die faszinierende Keynote gegeben hat, über was der Stand der Forschung ist, haben sich zwei gelangweilte Doktoranden morgens in ihrem Airbnb-Zimmer überlegt, sie könnten doch mal einen Witz ausprobieren. Haben ein paar Flyer gedruckt, haben einen Freund angerufen, der ganz gut aus dem Stegreif so marketingmäßige Talks halten kann, und haben gefunden, sie feiern die Gründung einer virtuellen Firma namens Rocket AI. Der Witz ist, die Firma gibt es gar nicht. Sie wollten einfach mal gucken, was gibt das an Resonanz, wenn man auf so einer Konferenz, auf der 5.000, 6.000 Freaks für neuronale Netze zusammen sind und der allergrößte Teil davon kommt aus der Industrie und alle Venture Capitalists sind da und alle großen Firmen, die neue Mitarbeiter einstellen wollen. Was passiert, wenn man dort ein bisschen auf den Putz haut und sagt, hier ist die neueste Firma und wir haben KI gelöst? Genau das haben sie gemacht. Morgens am Frühstück überlegt, wer weiß, was davon übrig war von der letzten Nacht und der Feierei an Gedanken. Jedenfalls die Inspiration war, lasst uns so tun, als hätten wir eine Firma gegründet. Ein paar Flyer auf die Stühle verteilen und schauen, was kommt dabei raus. Man hat eine Webseite kreiert, Rocket AI, Next Generation of Applied Artificial Intelligence, und einen Kollegen angerufen, der eine 15 Minuten Rede gehalten hat zum Thema Temporally Recurrent Optimal Learning. Das sollte ihre Technologie sein, die diese Firma besonders macht, was natürlich einfach nur ein Akronym ist für Troll, was allein schon den Witz zeigt. Und es gibt einen interessanten Medium-Post darüber, der ist hier verlinkt, der zeigt, was die Resonanz auf diese verrückte Idee vom Frühstück war, am selben Abend. Sie haben 316 Anmeldungen für die Party bekommen von Leuten, die diese Flyer gesehen haben. 46 Leute haben ungefragt ihren Lebenslauf eingeschickt, weil sie dort gerne angestellt werden wollten. Fünf große Venture Capitalists haben gefragt, ob sie investieren können. Auf allen großen Online-Medien wurde darüber berichtet, und zwar nicht zu knapp. Es wurde weniger als 8 Stunden insgesamt geplant. $79 wurden ausgegeben, die Internetdomain zu beschaffen. $417 mussten für Chips, Alkohol und die Polizeistrafe ausgegeben werden, die Polizei erhoben hat, um nachher den Menschenauflauf aufzulösen, der sich vor der Fire-Location gebildet hatte. Und der ganze Aufwand steht
von den nicht ganz 500 Dollar, steht im Vergleich zu 10.000 Dollar Sponsoring-Beiträgen, die man bei der Konferenz als offizieller Sponsor zahlen müssen, der nie im Leben so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Warum ist es lustig? Weil es in so kurzer Zeit geht und weil die Zahlen total verrückt sind. Warum ist es gefährlich? Weil das zeigt, dass Leute ihren Kopf ausschalten teilweise, wenn sie KI hören. Einfach nur, ich weiß nicht, Dollarzeichen oder sonstige verrückte Ideen sehen, nicht drüber nachdenken, was haben wir hier, und wild ihr Leben im Sinne von ihre berufliche Zukunft oder ihr Geld im Sinne von Investments in Gang setzen, nur weil irgendwo draufsteht KI. Und da hoffe ich, dass wir im Laufe dieses Kurses lernen, diese Sache genauer einzuschätzen, spezifischer zu wissen, was geht, was kann ich erwarten, was geht noch nicht, was ist vielleicht eine Sache für Forschung für die nächsten Jahre, um der Sache mit einem gewissen kühlen Kopf, aber durchaus viel, viel Freude entgegenzutreten. Wunderbar. Kurzes Review. Was ist KI? KI ist eine der wichtigen Subdisziplinen der Informatik. Und als solche hat sie ganz starke interdisziplinäre Wurzeln. Für uns in diesem Kurs und für die weltweiten KI-Forscher ist das die Prämisse von dem rationalen Agenten, vom bestmöglichen Handeln im Sinne von Zielerreichung anhand eines Performance-Measures, genau das, was das Ziel von KI ist. Wir haben ein komplexes Problem, was wir eigentlich mit dem Menschen lösen wollen können. Wir wollen es bestmöglich lösen mit Hilfe von einer Maschine. Da ist das Prinzip des rationalen Handels bestmöglich pragmatisch ausnutzbar. Deswegen ist es das Ziel, dem wir nachgehen, und nicht dem Ziel, wie kann man die menschliche Intelligenz nachbauen. Das kann ein Nebenprodukt sein, das ist was, was wir momentan noch nirgendwo sehen. Was ist der State of the Art? Wir haben in ganz vielen verschiedenen Bereichen, wir haben es gesehen in Computer Vision, Bildverständnis, wir haben es in Natural Language Processing Anwendungen gesehen, in ganz vielen sehr spezifischen Bereichen haben wir Systeme, die menschliche Performance auf dem menschlichen Level hinkriegen, die die Aufgabe, das komplexe Problem lösen können, so gut wie der Mensch das kann. Wir nennen das auch Artificial Narrow Intelligence, was irgendwie nahelegt, es gäbe auch noch andere Varianten und die sind genauso gut erforscht, genauso plausibel und sonst was. Das ist das, was wir heute haben, Artificial Narrow Intelligence. Das könnte, das ist die Hoffnung von vielen, und ganz wenige arbeiten auch dran, vielleicht mal zu Artificial General Intelligence führen. Einem maschinellen System, was generell komplexe Probleme lösen kann, so ähnlich wie der Mensch generell komplexe Probleme gut lösen kann. Aber das ist noch nirgendwo zu sehen. Das ist einfach eine Sache, wo man denkt, ja, schwierig zu sagen, ob es unmöglich ist. Also wahrscheinlich kommen wir da mal hin. Aber das ist nicht das, was wir heute haben oder auch nur ansatzweise sehen können. Allerletzter Punkt. Es gibt andere Disziplinen, die an den gleichen komplexen Problemen arbeiten. Wenn es zum Beispiel um die Sache geht, Sinn aus Daten zu machen, Daten interpretieren, dann haben wir natürlich auch mit der Statistik eine ganze Disziplin, die sogar schon länger damit beschäftigt ist, aus Daten Sinn zu machen und dafür Möglichkeiten zu entwickeln, die ganz stark kontrollierbar sind für uns als Menschen, wo es möglich ist zu beweisen, in welchen Grenzen von Performance arbeiten die Methoden, wie gut, wie weit bin ich maximal davon entfernt, von der richtigen Antwort, wenn ich diese Methode auf diese Daten anlege. Genau für sowas ist Statistik gut. KI macht sowas zum Beispiel mit Machine Learning-Methoden auch, arbeitet an ähnlichen Problemen, aber KI-Leute scheinen einen anderen Ansatz zu haben, das zu machen. Und der scheint mir besonders zu sein. Es ist generell so, denke ich, dass wissenschaftliche Felder wie die künstliche Intelligenz, ich denke, in erster Linie am ehesten zu begreifen sind, nicht als eine Sammlung von Fakten, die genau da die endgültige Wahrheit sind, die sind perfekt abgegrenzt und auch abgestimmt mit allen anderen Feldern, die es so gibt, sondern wissenschaftliche Felder sind in erster Linie Communities. Das sind Communities von Menschen, die zusammen einer ähnlichen Faszination, einem ähnlichen Thema nachgehen. Und in dem Sinne kann man die Leute, die KI machen, die sich als KI-Leute bezeichnen, beschreiben als Leute, die eher visionär sind, die keine Angst haben, ein komplexes Problem anzugehen, sagen, probieren wir mal, wie das geht, und die das sehr pragmatisch tun, in ganz vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, indem sie, was auch immer an Methodik, was auch immer an Prinzipien noch entwickelt werden muss oder da ist, in irgendeiner anderen Disziplin nehmen, um das komplexe Problem zu lösen. Die Attitüde der KI-Leute ist, just do it. Sehr pragmatisch.
nicht so sehr geprägt von einer formalen Rigorosität, genau die Methode anzuwenden, nur innerhalb ihrer definierten Parameter zu funktionieren. Und das ist ein Ansatz, der sehr komplementär ist und daher auch sehr gut passt, zu interdisziplinär mit Leuten aus diesen anderen Disziplinen, die wir vorhin gesehen haben, zusammenzuarbeiten. Das war das Ende der Einführung in KI. Woche 2 wird sich nochmal dem widmen, wie rationale Agenten und ihre Environments konkret zu charakterisieren sind, bevor wir in Woche 3 starten und uns spezifische verschiedene Lösungsmöglichkeiten für unterschiedliche komplexe Probleme angehen. Vielen Dank.